Hallihallo und heute gibt es mal wieder eine neue Comic Review. Diesmal dabei der Tod von Wolverine. Ja, hier hinten will ich auch noch eben zeigen. Das Cover ist auch richtig geil hier mit dem Tod, wie er Wolverine in den Armen hält. Und ja, dieses Event hat 120 Seiten und wurde geschrieben von Charles Soule und gezeichnet von Steve McNiven. Und der macht seinen Job, na gut, eigentlich beide, wirklich sehr gut. Ja, die Story erstmal. Logan, ja, wird schwächer. Seine Heilungskräfte funktionieren nicht mehr so wie früher. Den Adamantium vergiftet ihn langsam. Und ja, wie man es zum Beispiel jetzt hier sieht, seine Klauen gehen nur schwer rein. Und das heilt auch nicht mehr alles so gut. Hier vorne sehen wir auch jetzt hier viele Wunden und so, also wenn man das jetzt gut sieht, ja, ein paar Kratzer. Und ja, das ist schon nicht schön, so seinen Helden so kaputt zu sehen. Und der sucht halt Rat und Hilfe bei Reed Richards, davor eigentlich auch noch bei Hank McCoy und Tony Stark, aber die konnten ihm auch nicht helfen. Und dann geht es auch noch darum, dass ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wurde von Abraham Cornelius. Der anscheinend irgendwie in dieser Story, also ich kenne eigentlich nur William Stryker als seinen Schaffer, aber anscheinend wurde er jetzt hier in dieser Storyline von Abraham Cornelius erschaffen, also das mit dem Adamantium-Skelett und so. Ja, und der hat halt ein Kopfgeld auf Wolverine ausgesetzt und dann sind viele Schurken hinter ihm her. Wo ist er jetzt hier zum Beispiel? Dieser Dicke mit dieser Flagge im Gesicht, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, aber es ist wirklich brutal. Auch hier an den Rändern immer überall rote Blutflecken. Wirklich coole Zeichnungen, cool gemacht. Dann kommen auch noch so Gegner wie Viper mit Sabertooth und auch andere wie Lady Deathstrike und auch noch, wie hieß er noch? Ah, ich weiß jetzt seinen Namen nicht. Ja, aber egal. Noch andere. Es gibt auch Überraschungen drin, die ich jetzt nicht spoilern möchte, alles. Und ja, Zeichnung cool, Story cool. Halt, Kopfgeld ist halt hauptsächlich die Story. Aber dann am Ende wird es dann ernster. Ab hier würde ich mal sagen, für Leute, die nur wissen wollen, wie das Comic ist, ob man sich's holen sollte, ja, sollte man sich holen. Man bemerkt auch stark, dass dass der Film Logan mehr an diesem Comic orientiert ist als an Old Man Logan, weil hier wesentlich mehr Elemente drin sind. Auch als Beispiel, wo war das? Ach, doof, wenn man immer so blättern muss. Ich hasse das. Ja, hier, da gibt es zum Beispiel auch so eine Spritze, die den Heilfaktor verstärkt. Und ja, jetzt aber die Spoilerwarnung. Und ja, wenn ihr noch da seid, jetzt geht's weiter. Logan, ja, sucht dann Abraham Cornelius dann auf, um ihn zur Rede zu stellen, was soll das und so weiter. Dann stellt sich heraus, dass der aber noch weitere wie ihn erschaffen möchte, die aber halt gehorsamer sind und nicht so wild sind wie er. Und für die, also damit da alles gut endet, opfert sich halt Logan am Ende und Abraham flieht. Logan wird mit Adamantium überdeckt und kommt dann raus voll mit Adamantium bedeckt. Abraham liegt hier nur noch auf dem Boden verletzt, stirbt dann und dann am Ende sehen wir halt Logan da liegen, tot in einem Sonnenuntergang. Das ist, wie ich finde, ein recht schöner Tod. Jetzt nicht der epischste, aber trotzdem, ja, über sein eigenes Skelett praktisch, also das ist das eine, aus was er halt entsteht, steht, übergossen und dann noch im Sonnenuntergang. Also das fand ich schon recht schön. Und insgesamt die Story, die Zeichnung und dann noch so ein Ende. Wirklich ein tolles Story, ein tolles Comic.
Und dann geht es ja weiter, dann später in All New, All Different Comic, wo er dann ja nicht mehr vorhanden ist. Und dann wird ja der Orton Logan praktisch in dieses Universum dann eingeführt. Und ja, ich finde das alles gut. Und mit dieser Story, das ist wirklich was Großes gewesen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so groß gewesen jetzt wie Secret Wars, obwohl die Story, wie ich finde, wesentlich cooler ist als Secret Wars. Und mir auch im Großen und Ganzen irgendwie mehr gefällt. Aber ja, dann auch hier am Ende gibt es dann ein paar Covers, Variant-Covers, wenn ich das jetzt mal hier besser hingeblättert bekomme. Und dann halt wieder diese kindischen, also nicht kindische, sondern halt Cartoon-ähnlicheren Zeichnungen und größere hier. Und das ist wirklich alles cool aufgebaut. Am Ende noch so ein paar Worte zu den Skizzen und von den Zeichnern. Und wirklich eine tolle Story, tolle Zeichnung. Ich glaube, wie oft habe ich das jetzt im Video gesagt? 3 oder 5 Mal? Es ist wirklich gut. Und von mir bekommt es eine 8,5 von 10. Auf jeden Fall für jeden Wolverine-Fan und auch für die Leute, die jetzt Logan gesehen haben, den cool fanden und sich jetzt denken, ja, ich möchte mal so einen Wolverine-Comic lesen. Ja, das ist wirklich cool. Ich finde den Tod jetzt nicht so, ja gut, das ist auch Spoiler für den Film Logan. Den Tod in den Film Logan fand ich schöner, aber das lag dann auch an Laura mit der Vater-Tochter-Beziehung, aber auch schöner Tod, wie ich finde. Auf jeden Fall kaufwert, lohnenswert. Holt euch das, wenn ihr Fans von Wolverine seid. Und jetzt ist es ja auch schön im Paperpack-Format und nicht im Heftformat vorhanden. Also lohnt sich. Kostet 12,99. Ich finde, das geht für die Story total klar. Und hat ja auch halt nur 120 Seiten. Ist halt ein normaler Standardpreis. Aber die Story lohnt sich halt wirklich im Gegensatz zu anderen Comics. Ja. Das war's mit dieser Comic-Review. Schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ihr das Comic schon gelesen habt, wie ihr es fandet. Ob ihr auch das alles so, also den Tod auch so gut fandet wie ich und insgesamt auch die Zeichnung und so weiter. Und dann werdet ihr jetzt hier noch das letzte Video finden. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.